Ja, als Franziskaner und als ein Hilfswerk, Missionszentrale der Franziskaner, wollen wir eine Brücke, eine lebendige Brücke der Hoffnung und Solidarität, eine Brücke für die Würde der Menschen und der Armen. Ich möchte gerne auf diesem Katholikentag eine Brücke bauen, die uns nach Lateinamerika führt, insbesondere dort zu den Armen, zu den Benachteiligten in der Gesellschaft, zu denen, die keiner mehr wahrnimmt, damit diese Menschen dort die Brücke begehen können, auf die Brücke gehen können und uns das deutlich machen, was sie brauchen, um ein menschenwürdiges Leben führen zu können. Aber ich möchte noch eine zweite Brücke bauen, nämlich von unserer Kirche hier in Deutschland zu den Benachteiligten in Deutschland, insbesondere zu den Flüchtlingen, insbesondere zu den alten Menschen und zu den Alleinstehenden, insbesondere dort den alleinerziehenden Müttern, die oft in einer Notsituation leben, auch dass wir als Kirche wissen, wir sind mit ihnen verbunden, denn Brücken verbinden. Ich möchte gerne eine Brücke bauen von den Deutschen, Menschen, zu denen in der dritten Welt, vor allem zu denen, die in Flüchtlingslagern sind, die keine Bildung haben, die zu wenig zu essen haben, wie beispielsweise die ganzen Kinder in Syrien, die zurzeit auf der Flucht sind. Ja, der diesjährige Katholikentag steht ja unter dem Motto Brücken bauen und deshalb bauen wir eine Brücke von Missio zu Adveniat, denn wir sind der festen Überzeugung, dass die Menschen weltweit einen Weg zueinander finden, wenn sie sich gemeinsam darauf einlassen, von Gott gerufen zu sein und sich mit ihm auf den Weg zu machen, eine Brücke zu den anderen Menschen zu bauen. Ja, ich möchte gerne Brücken bauen. Zunächst mal zu den Leuten, die hier ins Steiler Zelt kommen. Das sind oft Leute, die interessiert sind an dem, was sonst in der Welt geschieht. So, dann hoffe ich da auch Brücken zu bauen zu anderen Kulturen, die es ja auch hier gibt und die es sonst wo gibt, wo wir Steiler arbeiten. Denn da können wir uns gemeinsam auf die Suche nach Wahrheit machen, die uns freier macht und das Leben lebenswerter.